Tada! Das, meine werten Damen und Herren, ist unsere China-Bestellung von Temu. Wir wollen nämlich gerne diesen Dienstleister, den man tatsächlich im Internet finden kann, testen, weil der verkauft viele Gegenstände, insbesondere Elektronikgeräte, Kosmetik, Spielzeuge und alles drum und dran, zu einem günstigen Preis. Ob das wirklich taugt? Anscheinend haben wir hier 543 Euro ausgegeben, ne? Und 270 Euro gespart, okay? Das bedeutet, dass alle diese Gegenstände super viel wert sind und wir haben quasi Gewinn gemacht. Moneten! Aber ob diese Sachen auch wirklich cool sind und wirklich was taugen, das checken wir jetzt ab, indem wir einfach mal testen, was wir hier heute für Temu Gadgets bestellt haben. Okay, groß oder klein? Wir fangen erst mit klein an. Okay, Leute, unser erstes Item ist einfach so ein Mini-Mikrofon. Mini-Mikrofon-Karaoke. Und da kann man hier mit diesem kleinen Mikrofon so ein bisschen singen. Pack aus, pack aus, pack aus. Ja, ja, ja. Oh mein Gott. Oh yeah! Das kleinste Mikrofon der Welt. Ja, krass, und hier ist sogar so dieser Schutz für dieses Mikrofon. Alter, ich frage mich wirklich, wie gut die Qualität von diesem Mikrofon sein wird. Also, ganze 2,68 Euro hat dieses Mikrofon gekostet. Damit können wir jetzt Karaoke singen. Das ist wirklich ein ganz kleines Mikrofon. Und jetzt müssen wir noch checken, ob das auch wirklich das macht, was es verspricht. Und zwar richtig nice klingen. Wir stecken das jetzt mal hier in diese Klinke quasi rein. Okay. Und testen jetzt mal die Qualität von diesem Mikrofon. Wir haben auf jeden Fall schon ein Signal. Es ist so süß mit diesem Mini-Mikrofon. Da, tatsächlich, wir haben es jetzt. Also wir haben einmal hier vom Laptop das Mikrofon. Und jetzt machen wir das External Mikrofon. Okay, bist du bereit? Ich bin bereit. Soll ich einen Song singen? Safe. Alter, das Programm ist abgestürzt. Was? Alter, niemals. Okay, also wir haben jetzt eine Möglichkeit gefunden. Hier, halt das Mikrofon. Ich halte das Mikrofon. Alter, es dauert so lange. Beginnen wir jetzt nochmal eine neue Audioaufnahme. Das sieht so süß aus. Hallo, guten Tag. Das wäre die Mikrofonqualität, wenn wir die Videos mit diesem Mikrofon drehen. Hallo, guten Tag. Wollen wir kurz selber reinhören? Ja, Mann. Hallo, guten Tag. Das wäre die Mikrofonqualität, wenn wir die Videos mit diesem Mikrofon drehen. Alter, ist was? Ist gar nicht so schlecht. 2,68 Euro? Das ist echt ein guter Preis für dieses Mikro. Also ich finde, wir können uns das wirklich überlegen, Leute. Alter, ich glaube, ich werde mein ganzes YouTube-Setup abändern und alles in diese kleinen Mikrofone rein investieren. Das ist mal ein Ding, ey. Ja, Mann. Wie viel, wie viele Punkte würdest du dem geben von 1 bis 10? Also es kostet 2 Euro, ne? Ja. Yeah. Ich weiß nicht, wie praktisch es ist, das hier ganz in der Hand zu halten, aber die Soundqualität war echt nicht schlecht. Aber du kannst es dir auch so hinter das Ohr machen. Ja, ein Pistel. Denn ich singe ein Lied für dich. Ja, ich bin wirklich aus wie so ein, also, so ein Mikrofon. 10 Punkte für den Preis. Besser geht kaum. 10 Punkte, okay. Ich würde 10 Punkte von 10 geben. Dieses Mikrofon ist jeden Cent wert, weil es das, ey, stell dir mal vor, du brauchst ein Mikro, du hast gerade keins da, dann holst du dir dein Mini-Mikro. Nächstes Gadget! Wow! Tada! Das ist das nächste Gadget. Und zwar extra für dich. Weil ich ja weiß, die ist immer so warm und du bist immer am Schwitzen. Und du hast einfach mal eine kleine kühle Brise verdient. Hä, was ist das, Roman? Das ist der Neckcooler. Der sorgt dafür, dass du cool bist. Das Ding kostet 7,47 Euro. Und das ist quasi ein Ventilator, den man sich um den Nacken legen kann. Es hört sich nicht so gesund an. Also ich glaube, das spricht einfach von Qualität, wenn das einfach schon so gute Geräusche macht. Hä, und dann macht man es so? Ja, genau. Also du musst es quasi dann so dran machen. Ich glaube, es ist halt noch keine Batterie drin, weißt du, ich meine. Also, aber wir haben Batterien da, oder? Ja, ja, ja. Ach, nee, es geht, Roman. Jetzt, es geht. Echt? Ja. Also, was haben wir hier? Ja, vor allem die eine Seite geht nicht. Hä? Okay. Oder kann man beide Seiten ausmachen? Aber irgendwie stinkt es richtig. Hä, das ist richtiger Sport, Leute. Ah. Ich glaube, ich habe da gerade irgendwelche Gase eingeatmet. Also. Also, im Prinzip, ich erkläre es dir. Ach so rum. Oh, das kann man auch stärker einstellen. Oh, es gibt verschiedene Stufen. Oh, oh mein Gott. Leute, eins ist aus. Es gibt 3. 1, 2, 3. Okay. Ja, der pustet dann einfach nur so deinen Nacken. Aber nur auf der einen Seite auf, ne? Also ich gebe einen. Nee, ich gebe gar keinen Punkt. Also 0 von 10. Ich gebe Ressourcenverschwendung als ja. Punkte. Er ist echt 0 von 10. Das Ding ist übel zerschrott. Aber
Pluspunkt, wir haben nicht mal Batterien gebraucht. Also schon nice. Oh mein Gott! Okay, das ist tatsächlich ein Highlight, okay? Ein Highlight direkt aus China. Und zwar der heißeste Greifarm, den man auf dem Markt gerade kaufen kann. Es ist einfach so eine Mini-Spielmaschine, oder was ist das? Nee, das ist ein Greifarm, wie auf dem Jahrmarkt, für zu Hause. Und dann hast du da nicht so viel Stress. Das ist mit Abstand das teuerste Item, mit 43,99. Okay, das heißt, da ist kein... Oh Gott, oh mein Gott. Hände weg. Alter, Roman hätte mir fast in den Finger geschnitten, Leute. Okay. Alter, Toni lügt mal wieder. Das war, gar nicht knapp. Oh! Das ist so... Oh! Da sind Spielzeuge schon mit drin. Oh, wie süß die auch sind. Und diese Bälle. Oh mein Gott. Alter, was kommt da denn? Okay. Eieieiei. Also, wenn man da reinguckt, begrüßt uns einfach schon direkt so ein kleiner Hund da drin. Kann man den sehen? So, ganz kleiner Hundi. Oh, kleiner. Leute, ich lieb's einfach. Das ist so goldig. Alter, ist der cool gemacht. Okay, das heißt also, du hast jetzt die Spielzeuge ausgepackt. Und das hier ist der Greifomat. Der quasi, naja, dafür da ist, dass man da die Spielzeuge greifen kann. Ich finde, der sieht schon richtig hochwertig aus. Ich habe damals mal einen gehabt und der hatte eine viel schlechtere Qualität. Aber der hier, der sieht schon ein bisschen stabiler aus. Außerdem hat er diesen Hund. Aber Punktabzug jetzt schon. Warum? Unsere Kugel hier oben, wenn man da genau hinsieht, die ist richtig zerkratzt. Richtig zerkratzt, wenn man da genau hinsieht. Hier, so als ob das schon mal gebraucht wurde. Naja, okay. Falls man es nicht sieht, ihr müsst uns das glauben. Ich glaube, der ist gebraucht. Aber jetzt müssen wir erstmal das ganze Zeug da reinbekommen. Jetzt kannst du da schon mal die Spielzeuge reinpacken. Dann machen wir hier die Klappe wieder zu. Dann unsere Powerbank anschließen, damit das Ding auch Strom hat. Oh. Okay. Okay, das heißt, wenn ich jetzt das hier so mache. Alter, nicer Track, Mann. Oh, okay. Das heißt, ich kann dann hier so drehen und dann bewegt. Du hast schon einen reingeschubst. Habe ich schon gewonnen? Du hast ihn einfach mit dem Greifarm ist er so reingeschubst worden. Alter, okay. Und jetzt würde ich gerne fangen. Oh doch. Und jetzt fangen. Nein! Oh nein! Ja, das ist ganz schön schwer. Ja, du, also der hier ist quasi nur nach links und rechts und der andere ist mal so nach vorne und geradeaus. Ah, okay, ich kann so, okay. Okay, ich will den grünen, okay? Okay, zieh durch und jetzt hoch. Ah! Ja, und jetzt nimm ihn. Hier! Ja! Nein! Vorsicht! Dreht! Oh, nein! Ja! Ja! Unser Preis, Leute. Also, das Ding kriegt auf jeden Fall 10 von 10 Punkten. Das ist das Niceste, was ich je benutzt habe. Nächstes Gadget. Ein Klassiker. Das sind Elektro-Kaugummis. Oh Gott, ich kenne die gar nicht, aber ich habe gar keine Lust. Oh, du kennst die gar nicht, dann müsstest du die auf jeden Fall vorstellen. Ich kenne die nämlich schon richtig gut. Im Prinzip sind das Elektroschocker-Kaugummis. Das heißt also, du nimmst hier so einen raus. Nein. Und dann hast du quasi dieses Kaugummi-Ding. Und dann kannst du immer so Menschen einfach so Kaugummis anbieten. Willst du ziehen? Nein, willst du zuerst? Okay, oder eine Schere, Stein, Papier, der erste, der zieht. Nein! Okay. Schere, Stein, Papier. Oh! Toni, du musst gerade ziehen und dann kommt da quasi so ein Point of No Return. Ich zieh auch. Darf ich mal lesen, ob das so ist? Ja. Warning. Also es ist auf jeden Fall nicht für Leute unter 14 Jahren und nicht für Leute über 50 Jahren. Tut mir leid, alle 50-Jährigen, für euch ist das nichts. Oh Gott, ich hab irgendwie Angst. Okay, einfach... Ich schaue mich das nicht. Nope. Ey Leute, ich hab so Angst vor Alexis. Du musst einfach richtig backen und dann ziehen. Also wir sind auf dem Pausenhof. Wow. Oh, hey. Hey. Willst du ein Kaugummi? Ja, klar. Ich will den Kaugummi nicht. Ich habe überhaupt gar nichts Böses im Sinn. Oh mein Gott. Alles geschlagen. Ja. Oh, okay. Ich möchte auch mal. Okay, Roma, willst du ein Kaugummi? Na klar möchte ich ein Kaugummi. Danke, Toni. Aber ich muss sagen, ich finde die schon ganz cool. Also ich will sie nicht selber benutzen, aber für andere vielleicht. Also ich muss euch sagen, die ich damals probiert habe, die waren viel stärker. Die sind viel schwächer. Aber das ist gut. Das ist echt gut. Komm.
Kommen wir zum nächsten Gadget. Das ist ein Staubsauger. Okay. Das ist quasi, wenn ihr mal zu Hause zu viel Staub habt auf eurem Tisch, dann könnt ihr euch einen Tischstaubsauger kaufen. Wow, aber der ist nicht elektrisch, oder? Der düst hier nicht so rum. Nee, ich glaube schon, dass der elektrisch ist. Du hast da nämlich quasi hier so einen Knopf und dann kannst du damit einfach... Keine Batterien. Du drückst da drauf und dann hast du da quasi einen Staubsauger für den Tisch. Oha, hier ist schon so ein bisschen drin. Das geht wirklich. Alter, das geht echt weg, gell? Ja, also ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr Staub. Okay, komm, wir holen uns mal ein bisschen mehr Staub. Okay, 4,79 Euro hat dieser Staubsauger gekostet. Und wir checken jetzt mal aus, wie gut kann dieser Staubsauger zum Beispiel so nervigen Glitzer, wenn Toni da mal wieder gebastelt hat, wie kann man damit wegstaubsaugen? Das schauen wir uns an. Alter, nicht schlecht, nicht schlecht. Leute, Alter. Okay. Okay, schauen wir uns das mal an. Also ich bin jetzt einmal so clean rübergegangen und schon nicht schlecht. Warte, kann ich mal ein paar Wischbewegungen machen? Mal gucken, ob der jetzt nach den Wischbewegungen, ob der da jetzt quasi durch ist. Alter, yo, was? Guck mal, wie schnell auch. Hä, krass, ist fast alles clean. Alter, gar nicht übel, Mann. Hier, schau mal, einfach kurz alles hier weggestaubsaugt. Und perfekt für die nächste Aufnahme. Er hat auf jeden Fall viel weggenommen, deswegen kriegt es von mir... 10 von 10 Punkten. Schon wieder 10 von 10. Ja, ah nee, 8, weil keine Batterien dabei waren. Okay, darauf kann ich mich einigen. Wir einigen uns darauf. Die. Nächstes Item. Heute haben wir einen ganz speziellen Tag, Toni. Ganz spezieller Tag, okay? Heute haben wir eine Temu Mystery Plastiktüte. Ist nicht wirklich eine Box, Leute. Also, es ist so ähnlich wie eine Mystery Box. Das kann man sich auch bestellen bei Temu. Die kostet 23 Euro. Man hat keine Ahnung, was da drin ist. Es sind schon viele Sachen drin, aber wir wissen nicht so ganz, was es ist. Also, ich will gar nicht wissen, glaube ich, was da drin ist. Ich glaube nicht, dass es so cool ist. Wir machen einfach mal auf und gucken mal rein. Und wir wissen nicht, was da drin ist. Oh, ich bin so gespannt, ey. Das ist so richtig viel Müll einfach. Oh, kein Spaß. Oh mein Gott, was? Das ist einfach so ein Skateboard. Aber schaut euch mal dieses Skateboard an. Das hat so die allerschlechteste Qualität, die ich jemals gesehen habe, Mann. Alter, guck mal, da ist so ein Schleimmonster drin gewesen. Oha. Das ist doch... Bin ein Alien. Also, man hat auf jeden Fall in dieser Mystery Box ein Alien, ein Springy. Dann schaut euch mal diese Uhr an. Also, das ist auf jeden Fall... Schau, guckt ihr mal die von hinten an. Die ist so richtig... Das ist, oh nein! Und falls jemand die Kugel in der Socke haben will, dann meldet euch, gell? Das ist so wir traurig. Wir schicken die euch. Was ist das hier? Okay, wir müssen das hier alle wegpacken. Alter, du schlägst ja einfach so ins Gesicht damit. Ich wollte nur ankündigen, dass wir einen eigenen Drucker haben. Der Drucker und eine Kamera dazu. Genau, das ist tatsächlich das nächste heftige Gadget. Zusammen hat das 31,87 Euro gekostet. Wir haben hier ein Aufladegerät. Und hier haben wir schon mal den Drucker. Ich glaube, der wurde schon mal genutzt. Ey, ich sag's euch, hier sind die Sachen, die man bestellt, die sind irgendwie schon benutzt, Mann. Irgendwie so ein bisschen dreckig auch. So ein bisschen dreckig sind die. Naja. Also, wir aktivieren mal. Oh, okay, der hat auf jeden Fall schon Akku. Das heißt also, wir haben hier alles, was wir benötigen. Den legen wir mal dahin. Schaga! Oh, wow. Alter, was? Das ist ja so richtig räudig und verkratzt einfach. Oh, aber sie sieht echt voll aus. Aber man muss schon sagen, in Kombination sind die zwei Sachen eigentlich gar nicht so schlecht. Und guck mal, hier hast du auch noch so ein kleines Tragenetz oder so ein Tragegurt oder Trageseil so. Das kannst du da so mit dran machen, damit du es nicht verlierst. Das ist alles so mini hier einfach. Das ist echt eine richtige Mini-Kamera. Also der Drucker hat auf jeden Fall schon Akku gehabt. Ich glaube, der ist auch schon geladen. Oh, Alter, oh, was? Alter, Leute, das hat immer so ein Screen. Aber was machen wir denn? Wir können auch Spiele drauf spielen. Also das Ding hat so eine Videofunktion, eine Spielfunktion anscheinend. Aber wir wollen nur Fotos machen. Alter, no way. Alter, guck mal. Gott. Hier, Leute. Hey, wir können so ein Selfie machen. Wir können so ein Selfie machen. Hä, man braucht dafür eine Speicherkarte. So eine Mini-SD. Sonst macht es keine Fotos. Und dieses Ding hier oben von der Kamera, wo man eigentlich durch das Visier guckt, ist einfach schwarz. Da ja, kannst ja, du nicht ich mal hab auch schon gedacht. Das ist nur Fake, Leute. Alles Fake. Ja gut, okay. Das heißt, wir haben jetzt hier diesen Drucker. Aber gibt es hier so eine Beschreibung oder so, wie das funktioniert?
Okay, es hat auf jeden Fall 3 Bewertungen und es sind 3 Sterne. Das heißt, irgendjemand hat schon mal bewertet und gekauft. Und wir müssen jetzt gucken, man kann jetzt damit einfach Bilder machen und dann kann man wahrscheinlich die sofort drucken. So, jetzt sind wir hier in diesem Ding drin. Jetzt haben wir hier Etiketten, Notizen, Templates, Bild drucken. Ein Foto aufnehmen. Okay. Jetzt, oh mein Gott, das können wir jetzt... Oh mein Gott! Wie komisch! Das sieht irgendwie ganz komisch aus. Also wir sehen nicht so gesund aus auf dem Bild. Nee, nicht wirklich. Aber mach mal drucken. Wo macht man denn drucken? Weiß ich nicht. Da, drucken. Drucken. Und dann hell oder mäßig oder dunkel? Das ist Bluetooth. Alter. No way. Der druckt jetzt? Man denkt irgendwie gar nicht, dass das funktioniert, weil das einfach so random aussieht. Alter, Gerät verbunden? Nee, jetzt druckt Nein, er. Leute. Mach was, kleiner Drucker. Oh, er macht, wow. No way. Oh mein Gott. Hey, der druckt jetzt einfach so einen Kassenzettel aus. Hey, das ist so ein Kassenzetteldrucker. No way. Hey, da kommt echt unser Bild raus, was wir gerade gemacht haben. Hey, sogar mit Datum und Uhrzeit. Das ist echt mit Datum und Uhrzeit. Okay, dann kannst du das abreißen. Hier nach unten so. Ta 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 ta. Ist das nicht cool? Ja, das ist wirklich cool. Einfach als Skizze. Okay, also Leute, man kann sich damit also so eine Skizze drucken. Alter, das ist voll nice, Mann. Ja, das Mann. Ist schon nicht so unpraktisch. Aber es gehen halt wirklich nur solche so... Ich dachte, es ist halt schon so ein richtiger Drucker mit so Farbe. Aber es ist halt echt nur wie so gezeichnet, Leute. Also. Okay, ich drücke jetzt nochmal cool. Was aus. Oh! Ah! Das ist ja richtig nice. Hä, das sieht voll gut aus von der Qualität, Leute. Das ist tatsächlich... Man kennt ihn, man liebt ihn, Leute. Dr. Auge! Und zwar in der Halloween Edition. Leute, nicht vergessen, unter shop.erse.de gibt es jetzt tatsächlich Halloween-Rabatte. Das sagt euch hier dieser kleine Dr. Auge da drauf. Also, man kann tatsächlich also Sachen damit ausdrucken. Ich würde sagen, die Kamera, absoluter Schrott. Aber das Ding da, schon nice. Leute, das ist ein Babyregenschirm. Und zwar nicht nur irgendein Babyregenschirm, sondern tatsächlich ein Handy-Regenschirm. Wer kennt das nicht? Ihr seid draußen unterwegs, es regnet und dann wird euer Handy mal wieder nass. Es ist zwar... es ist zwar wasserdicht, aber falls ihr trotzdem nicht wollt, dass euer Handy nass wird, dann haben die Leute von Temu einfach eine Idee für euch. Und das ist wirklich der Wahnsinn. Oh, ich liebe den Regenschirm, er ist so süß. Deswegen müssen wir mal gucken, ob es klappt. Also wir haben quasi hier dieses, was ist das eigentlich? Ist das so eine Art Schwein oder sowas? Es sieht voll aus wie so ein Tier einfach. Also, und dann kann man das quasi hier so an sein Handy dran kleben, okay. Dran bebben. Bebben? So. Okay, du willst dein Handy jetzt vor Regen beschützen. Alter, mal gucken, mal, das hält sogar. Nice okay, one. Aber wie machen wir das da rein? So? Ja, guck mal, dann steht hier so dieser Arsch so nach oben. Und dann musst du das so, ich glaube, an dem dünneren Platz so da reinmachen. Und dann hast du hier auf jeden Fall dein Handy. Und dann kannst du das so ganz entspannt einfach im Regen benutzen. Hä, aber kannst du das überhaupt noch benutzen? Aber es ist schon oder? Eigentlich nice. Also guck, du kannst schon damit so herumlaufen, du kannst auch halten. Und dann kommt hier oben halt immer der Regen drauf und du hast dann halt eben das Handy in der Hand. Hä, krass. Aber dieser Griff hier ist schon mega unnötig. Findest du? Also ich finde, das ist für den Regenschirm-Look halt richtig wichtig so. Das sieht schon cool aus so. Nicht so schlecht. Nächstes Item. Okay, das sind 3D-T-Shirts und deins hat 10 Euro gekostet und meins hat 7 Euro gekostet. Und die sind dafür bekannt, dass die 3D sind. Und ja, aber wie 3D? Also so. Alter, was? Mit langen Ärmeln. Junge, was? Du hast nur ein T-Shirt. Ich hab sowas mit einfach zu lang. So, was ist denn daran 3D, Alter? Aber ich zieh's mal an. Es wird jetzt erstmal ein bisschen gerockt. Wir checken mal aus, wie unser neuer Drip so aussieht. Das sind die neuen Fashion Trends. Vor allem was für 3D, er ist einfach so ein Blitz. Wow. Oh Gott! Also, so auf dem Bild, so muss Toni ihr T-Shirt eigentlich aussehen. Aber Toni zieht es jetzt kurz an und ich nehme den Laptop gleich weg. 3, 2, 1. Alter, es ist schon ganz gut, finde ich. Also, ich finde so den Schnitt eigentlich ganz nice. Aber es sieht jetzt nicht... Hä, aber ich müsste... Warte. Das sieht ja ich über. Müsste irgendwie so machen. So. Hier nochmal das Foto zum Vergleich. Und dann nehme ich es wieder weg. Alter, hä, wo ist meins? Ich will meins sehen, oder? Okay, also Leute, so soll Romans T-Shirt aussehen. Okay, und... So schnell wie der Blitz sein. Ich muss das unbedingt loswerden. Ja. Tadada! Das
ist auch nochmal ein nice Gadget. Und zwar hilft es beim Einschlafen bei einsamen Nächten. Oh, vielversprechend. Aber hä, was soll das denn sein? Das, Toni, wird dir ab jetzt immer den Mond zum Scheinen bringen. Denn das ist nämlich ein Mondprojektor. 4,48 Euro kostet so ein hochqualitativer Mondprojektor. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir das an unsere Powerbank hier mal anschließen. Ich kann mir den Roman einfach das Gesicht projizieren. Das, was, wenn da jetzt so ein richtig fetter Laser rauskommt? Da kommt ein ganzer Mond raus. Okay, also er macht auf jeden Fall was. Guck mal hier. In die Kamera. So könnt ihr den Mond schon sehen. Ja, cool. Ja, man kann es wirklich sehen. Oh, warte mal. Aber wir sehen ja jetzt schon. Da gibt es ja jetzt schon einen Mond. Du, 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 du. Guck mal, wie nah. Aha. Ja, so sieht er gut aus. So ist er HD, ne? Was ist, wenn wir so nach oben strahlen? Den sieht man nicht so gut. Aber man sieht ein bisschen aus. Aber wir müssen mal hier die Lichter kurz ausmachen. Okay, wir haben es jetzt ein bisschen dunkler. Und jetzt kommt der Mond wieder. Der Mond. Dö, 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 dö. Alter, wie krass ist das denn? Aha. Guck mal, der Mond. Cool. Ah, der Mond ist auf mir, Hilfe! Aha. Ah. Das Problem bei dem Mond ist, dass er nicht wirklich, also er ist nicht stark. Also so auf dem Tisch kann man ihn so projizieren und dann kann man so einfach einen Mond bei sich zu Hause haben. Das ist der 4,48 Euro Mondprojektor. Mondprojektor, ja. Also gibst du ihm 5 Punkte? 5 von 10 würde ich ihm geben, weil es schon, also ich finde, der Mond sieht nicht schlecht aus. Ich weiß nicht, wie nützlich das ist. So. Also ich liebe den Mond. Ich gebe ihm 100 Punkte. Ich werde ihn ab jetzt immer benutzen. Jeden Tag. Nächstes Gadget! Roman! Nachtlichtzeit! Der Mond war noch nicht genug. 3-in-1 Rainbow Light Wireless Charger Speaker, wenn das nicht cool ist, Leute. Also, wenn Toni mir dieses Produkt verkaufen würde, hätte ich es schon 5-mal gekauft. Das ist irgendwie so eine Art Nachtlicht oder so. Und es hat die Möglichkeit, in Regenbogenfarben im Kreis sich zu bewegen. 29,98 haben wir für dieses Ding bezahlt, also quasi 30 Euro. Und das Nice daran ist, ist, dass es Nachtlicht ist, plus du hast da oben die Möglichkeit, noch dein Handy aufzuladen. Also dann die Powerbank rein. Oh, okay, okay, okay. Es leuchtet hinten. Warte, schon ich mal muss rot. An. Drück mal auf An. Drück mal. Hm. Erleuchtet das? Nö. Nö? Geht nicht. Hm. Hä? So, drück länger, drück länger. Okay, warte. Drück länger auf On. Oh, oh, oh. Oh, okay, okay, okay. Ich glaube, damit wir hier auf jeden Fall den vollen Stil gleich sehen, machen wir gleich mal die Lichter aus. Okay, also wir sind jetzt hier wieder im Dunkeln. Hallo. 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 Erstmal müssen wir checken, kann man hier wirklich das Handy laden? Leg das Handy drauf. Ah, hä? Oh, und es lädt. Tatsächlich, guck, da steht Laden dran. Das heißt also, wir bekommen da wirklich Strom mit. Und was wir jetzt eigentlich auch ausprobieren müssen, ist, wird das auch jetzt die Musik wechseln? Oder wie funktioniert das? Ja, also irgendwann soll es Rainbow Light sein, aber... Ich glaube, du kannst dich damit per Bluetooth verbinden, ne? So eine Lichtshow für dich in deinem Schlafzimmer. Oh, oh, ich bin verbunden. Oh. Okay, okay, okay. Okay, Leute, wir sind verbunden. Hä, was, und was kann ich jetzt mal... Oh, guck mal, das lädt sich sogar auf. No way. Hä, also ich finde, das sieht eigentlich ganz hübsch aus. Alter, nice, Mann. Guter Bass, Mann. Oh, Junge, okay. Oh, yeah. Oh, Junge, okay. Okay, damit sind wir am Ende des Videos angekommen. Würdest ja. du sagen, dass sich Temu Gadgets lohnen? Nein, die sind absoluter Müll. Also, Toni und ich haben uns tatsächlich entschieden, das Ganze lohnt sich nicht so ganz. Auch die Ersparnisse sind nicht wirklich ehrlich. Und ihr habt es gesehen, den ganzen Berg an Plastik, den wir jetzt hier haben. Da müssen wir jetzt gucken, wie wir den wieder recyceln. Bestellt dann am besten nichts. Ist nicht so nice. Es gibt vielleicht ein paar Sachen, die gut sind, aber wir haben jetzt gerade eine schlechte Erfahrung gemacht. Dementsprechend, es ist ganz okay. Leute, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben auf dieses Video und schreibt gerne einen netten Kommentar. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder Temu Gadgets gibt. Alter.